Leute, ich bin Snowdrop von dem Kanal My... Oh, diese blöde Kamera. Ich bin Snowdrop von dem Kanal My Little Pony Snowdrop. Und heute bin ich so aufgeregt. Und das glaubt ihr gar nicht, okay? Das merkt man mir gar nicht an. Aber eigentlich fast immer, wenn ich sage, dass ich aufgeregt bin, gibt es... Oh, diese blöde Kamera. Gibt es ein neues Pony. Und das ist auch diesmal der Fall. Deswegen, ich bringe es mal diesmal von rechts, nicht von links. Also von mir aus ist es links, aber von euch aus ist es rechts. Autsch. Und bleibt bis zum Ende dran, weil da gibt es eine Durchsage, eine wichtige. Also das ist das neue Pony, das ist Chirili und auf das habe ich wirklich so lange gewartet. Ich wollte das schon so oft haben und das war, glaube ich, der größte Schnäppchen, den ich in meinem Leben je hatte. Also an dem Preis, ich muss euch mal jetzt eine kurze Geschichte erzählen, an dem Preisschild stand 3,99 €, ne? Ich habe es mir natürlich geholt, mir war der Preis egal. An der Kasse hat uns die Frau dann gezeigt, das ist eiskalt. Eiskalt wegen, ich bin eis und kalt und egal. Denn ich habe hier geblutet, heute. Nein, Spaß, ist nur Farbe. Die hat gesagt, dass... es nur 1 Cent ist, das Pony. 1 Cent. Wirklich, nicht 1 Euro, nicht... Wirklich jetzt, ich meine es ernst, ich könnte das so nicht hören, das ist 1 Cent gewesen, könnt ihr euch das vorstellen? 1 Cent! Dann sind wir nochmal gucken gegangen zur Sicherheit, ob da noch welche waren, waren leider keine mehr. Sonst hätten wir direkt mehrere geholt. Aber das ist jetzt auch egal, kommen wir zu dem Pony. Verpackung, sind so ein paar Ponys drauf, das ist hier Chirili. My Little Pony, da ist ihr Gesicht. Auf der Rückseite ist sie in dem Film. Wie sie da aussieht, da ist sie. So. Hasbro, bla bla bla, Warnung, blub blub. Aber die Verpackung ist jetzt gar nicht wichtig. Und es ist eine Nichte, sie halt richtig Chirili. Und da ist noch so ein Buch dabei. Das öffne ich jetzt mal. Ich glaube, ich brauche nicht mal einen Cut machen, weil das geht schnell, versteht ihr? Wegen Cuts macht man ja, wenn es wirklich sehr schwer verpackt ist. Und übrigens, diese Abonnentenverlosung, die ich machen wollte bei 115 Abonnenten, falsch gesagt, bei 110 Abonnenten wollte ich sie eigentlich machen, aber später habe ich dann meine Meinung geändert. 110 Abonnenten war doch ein bisschen zu wenig, deswegen habe ich 115 in die Kommentare geschrieben und die Beschreibung auch geändert. Also die kommt, also wir haben schon den 115 erreicht, aber ich hatte noch keine Zeit, das aufzunehmen. Deswegen kommt das vielleicht morgen, die Abonnentenverlosung, oder übermorgen. Und ich möchte nur mal kurz sagen, bitte nicht deabonnieren oder so, wenn ihr nicht gewinnen könntet. Ist nur eine Verlosung. Also, das ist zum Spaß. Also, nicht nur zum Spaß, sondern auch wegen. Auch damit ihr ein paar Abonnenten dazu gewinnt. Und vielleicht gewinnt ihr, wenn ihr nicht gewinnen könnt. Das weiß ich ja nicht. Also, wenn ihr nicht gewinnen könnt, vielleicht gewinnt ihr dann ein andermal. Wer weiß. Ich hoffe auch alle, die in die Kommentare geschrieben haben, dass sie mitmachen, haben auch die Mitmachbedingungen gemacht. Ihr wisst schon. Hier ist Chirili. Ich versuche gerade ihre Haare aufzumachen. Und dafür brauche ich diesmal, glaube ich, wirklich einen Cut. Also, tschüss. So, nach ganz langen Versuchen habe ich jetzt endlich ihre Haare freigekriegt. Und hier ist sie, unsere Chirili.
Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ihr Schönheitsfleck ist ein bisschen enttäuschend, weil der ist total anders, als der normalerweise ist. Da sind einfach nur drei lächelnde Blumen drauf und eigentlich ist der nicht so, aber egal. Fokussier mal nicht an mich dran, fokussier an Chili dran. Genau. So, also eigentlich ist das sozusagen Chili. Sie hat, ich zeig mal ein bisschen detaillierter. Also sie hat grüne Augen, ist ein Erdpony. Mein Finger irritiert sich voll. Hat so hellpink, dunkelpink gemischte Haare. Hat so einen geblüppten Huf. Drei lächelnde Blumen als Schönheitsfleck. Einen schönen Schweif. Ihre normale Farbe ist dunkelpink. Und sie hat so ähnliche Augenform wie Pinkie Pie. Ja. Und das war's auch. Chili, möchtest du dich mal selber vorstellen? Mhm. Okay, dann mach das. Also ich bin Chili und ja, ich bin eine Lehrerin und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Snowdrop, was soll ich jetzt machen? Du sollst. Nee, also, das ist soweit unser Chirly. Ich finde die wirklich sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Oh, das Buch. Das Buch haben wir vergessen. Warte, ich guck mal, ob das aufgeht. Oh, schade. Ich dachte, das geht auf. Geht nicht auf. Das ist einfach nur so ein türkisches Buch. An der Seite ein Herz. Vorne ist auch noch so ein orangenes Herz. Und ja, das war's. Und ich zeig noch. Tada! Melonendosen, weil jeder hat Melonen. Ich beachte gar nicht, was hier steht. Nur die Melonen sind wichtig. Weil Sommer ist blöd. Melonen sind cool. Das sind solche Dosen. Ein Kamm war diesmal aber nicht dabei. Ist eigentlich auch egal, weil ich habe mittlerweile wirklich genug. Und gut stehen kann Chili auch nicht wirklich. Ja. Egal. Also ich liebe sie. Also nicht lieben, sondern die ist total gut. Ich meine, für 1 Cent. Was kann man da erwarten? Man kann da doch nichts anderes erwarten. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Also bevor das Video endet, ich sag nur jetzt schon mal Tschüss, weil jetzt mache ich so Fotoeinblendungen. Wir machen jetzt Posen zusammen und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen oder meinen Kanal abonnieren. Und schreibt in die Kommentare, falls ihr bei der Abonnentenverlosung mitmachen könnt. Und ja, und los geht's. Tschüss.